Hey und jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics. Alex hier, heute mit einer leicht provozierend absurd klingenden Frage: Dreht sich die Erde im Sommer langsamer? Ist aber gleich erklärt möglicherweise eine sehr interessante und spannende Frage. Nämlich die Frage ist, welchen Einfluss auf den Drehmoment der Erde haben Blätter, die A im Sommer auf den Bäumen sind, beziehungsweise B im Winter, die nicht auf den Bäumen sind? Nun, spannende Frage, wir kennen das alle vom Eislaufen. Ein bisschen zurück, gehen wir mal ganz kurz zurück. Wenn wir die Hände weit auseinander haben, eine Pirouette machen, drehen wir uns dementsprechend langsamer. Als wenn wir die Massen zum Mittelpunkt, Rotationsmittelpunkt bringen, dann drehen wir uns in der Pirouette einfach schneller. Dasselbe gilt natürlich hier bei der Erde. Haben wir die Masse der Blätter weiter außen im Radius im Sommer, dann dreht sich die Erde ja möglicherweise langsamer, als wenn wir die Masse weiter innen haben, wenn die Blätter heruntergefallen sind. Und genau das werden wir heute berechnen, diesen theoretischen Einfluss, und dazu müssen wir ein bisschen was abschätzen. Nun, die Abschätzung lautet wie folgt: Wir haben einen Baum und die Baumkrone befindet sich meist zwischen 20 und 5 Metern. Das nehmen wir an, wir nehmen das Mittel davon, also ungefähr 10 Meter. Wir haben ein paar niedrigere Bäume dabei. Auf Höhe 10 Meter im Mittel befinden sich Blätter. Und die Masse des Laubs auf einem Baum schätze ich mit 20 Kilogramm im trockenen Zustand sowie 50 Kilogramm im lebenden, nassen Zustand ab. Klingt halbwegs realistisch, wenn wir uns die Gesamtmasse eines Baumes anschauen und wissen, dass der Stamm auf jeden Fall 80% des Ganzen ausmacht. Nun, dann schauen wir uns folgendermaßen an. Die Modellierung selbst. Wir haben jetzt die Erde und wir wollen eine perfekte Schicht Blätter der Masse 50 Kilogramm in der Höhe h gleich 10 Meter mit der Erde bedecken. Schaut folgendermaßen aus: Erde, Rotationsmittelpunkt, Radius zum Erdäußeren sowie Radius zu der perfekten Schicht Blättern mit der Masse ML, die rundherum verteilt ist. Und folgendermaßen schauen wir uns dann die Massenträgheit an. I im Sommer im Totalen ist der I Erde plus I Sommer sowie I im Winter, im Totalen ist I Erde plus I Winter. Nun, was unterscheidet jetzt I Sommer und I Winter? I Sommer ist das Sommermassenträgheitsmoment IS mal, und jetzt kommen ein paar Faktoren, die uns die Realität annähern. Ein Zehntel, ein Halb, ein Fünftel. Schauen wir uns an, woher es kommt. Ich habe folgendermaßen gesagt, wir schätzen ab, dass nur 10% der Erde insgesamt überhaupt mit Landfläche bedeckt sind und somit überhaupt ein Zehntel nur Möglichkeit bietet, dass Bäume wachsen können. Nun, nördliche bzw. südliche Hemisphäre, Sommer und Winter, gibt uns diese halbe, weil ja immer nur auf ein Halb der gesamten Erdoberfläche tatsächlich entweder Blätter oben bzw. unten sein können, und ein Fünftel, eine nette kleine dritte Abschätzung von der Landfläche, die dann tatsächlich entweder nördliche oder südliche Hemisphäre besteht, ist überhaupt mit Wald bedeckt. Natürlich, ich muss nochmal erwähnen, das ist wieder einmal eine Fermi-Rechnung, eine kleine Rechenspielerei. Natürlich können wir nicht ganz akkurat sein, aber ich glaube, diese drei Abschätzungen liefern uns einen brauchbaren Wert. Schauen wir uns nämlich an, warum das so ist. Also I Sommer, wir kennen I als 2 Drittel ML mal. Und jetzt kommt das eben R plus H. Wir haben hier den großen Radius, der uns bis zu der Blättermasse tatsächlich liefert, Quadrat. Und den Abschätzungsfaktor ein Hundertstel, gibt sich gerade recht schön mit einem Hundertstel. Im Winter sehen wir, dass dieses Plus H wegfällt, weil ja die Masse der Blätter tatsächlich nur mehr alles, hier sehen wir es nochmal, herabgestürzt ist auf die Erde und dementsprechend das Laubgewicht, was ja auf den Bäumen war, tatsächlich nicht mehr auf der Höhe H vorhanden ist. Und jetzt schauen wir uns den prozentuellen Unterschied Delta I an. 100 mal die Differenz zwischen I Sommer total minus I Winter total normiert auf I Sommer total. Können wir uns also I Sommer minus I Winter durch I Erde plus I Sommer anschauen und vernachlässigen I Sommer auf einen ungefähren prozentuellen Schätzwert auf I Sommer minus I Winter durch I Erde, setzen wir hier die Rechnungen ein, die Werte von der Masse der Erde, grob geschätzt auf 6 mal 10 hoch 24 Kilogramm, sowie der Radius in Metern der Erde, 6 mal 10 hoch 6 Metern, beides grob geschätzte Werte, und können uns schon ML, die Masse des Laubes, ausrechnen als Kugelgeometrie. 4 pi r Quadrat mal 50 Zehntel Kilogramm pro Quadratmeter ist hier die Einheit auf 2,4 mal 10 hoch 15 Kilogramm Laub, das tatsächlich um diese Erde rundherum auf dieser Kreisbahn R plus H tatsächlich verteilt ist. Schauen wir uns weiter an.
und setzen uns diesen Wert dann oben ein und kommen auf Delta I im Prozent von ungefähr 5 mal 10 hoch minus 14 Prozent. Ist gar nichts. Jetzt kommt's nicht. Das ist im Wesentlichen gar nichts. Wir wissen aber, dass ein Erhaltungssatz gilt. Und das ist der Erhaltungssatz des Drehimpulses. Wenn der Drehimpuls erhalten bleibt, gleichzeitig Delta I schrumpft bzw. steigt, muss sich die Winkelgeschwindigkeit anpassen. Also muss sich die Winkelgeschwindigkeit in dem Fall anpassen, somit ist ein Tag im Sommer im prozentuellen Vergleich zum Winter, um tatsächlich Delta T 4,32 mal 10 hoch minus 11 Sekunden, also 0,00000000432 Sekunden länger. Nun, theoretische Rechnung, man kann sagen, ja, ist nicht viel, trotzdem, es ist und bleibt eine Fermi-Rechnung. Die Natur der Physik ist theoretisch abzuschätzen, um wie viel es denn ungefähr sein kann. Nun, dieser Wert liegt tatsächlich sogar im messbaren Bereich der genauesten Atomuhren. Möglicherweise eine Idee, da mal auf den Grund zu gehen. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dahin, stay compact.